In diesem Video zeige ich dir drei Tipps, wie du den Driver länger und konstanter schlagen kannst. Ich bin mir sicher, dass du schon in vielen YouTube-Videos Tipps zum Driver bekommen hast, aber diese, bin ich mir ziemlich sicher, hast du noch nie gesehen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Tipp Nummer 1. Neige die Wirbelsäule nicht zu weit nach rechts. Ja, die Tourspieler haben den Amateurgolfern eines wirklich voraus, und zwar, sie schaffen es, wesentlich früher Druck auf dem linken Fuß zu bekommen. Das hilft ihnen, den Ball wesentlich weiter zu schlagen und auch konstanter zu sein. Damit sie das erreichen, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Wirbelsäule während des Aufschwungs mehr oder weniger zwischen den Füßen bleibt. Deswegen ist es nicht von einem großen Vorteil, wenn man die Wirbelsäule nach rechts neigt, weil wenn man jetzt aufspringt, bekommt man viel zu viel Masse auf den rechten Fuß und man kann eigentlich jetzt nur noch die Hüfte nach links schieben. Und du siehst hier, dass die linke Hüfte höher ist als die rechte. Und das bedeutet, dass in Wahrheit der Druck eigentlich immer noch auf dem rechten Fuß ist, und das ist nicht optimal. Noch einmal. Du siehst, meine Wirbelsäule ist ziemlich gerade. Die Neigung, die ich bekomme, weil die rechte Hand unter der linken Hand ist beim Griff, ist normalerweise vollkommen ausreichend. Ich habe während des Aufschwungs meine Wirbelsäule zwischen meinen Füßen und komme so mit der linken Hüfte etwas tiefer, leichter links auf den Fuß und kann so den Ball später, wenn die Bodenreaktionskräfte zuschlagen, wesentlich weiter schlagen. Tipp Nummer 2. Bewege die Hände schnell und aktiv hinunter und löse dabei den linken Arm von der Brust. Nun, es ist seit vielen Jahren bekannt, dass in einem Golfschwung normalerweise das Becken beginnt, dann der Oberkörper folgt, dann die Hände und dann der Schläger. Vor allem mit den Technologien der letzten Jahren mit 3D-Westen, wo man alle Körperbewegungen messen kann, wurde das noch einmal bestätigt. Aber es entstand irgendwie in den letzten Jahren die Idee, dass man sagte, ja, wenn das Becken und der Oberkörper gestartet haben, dann folgen die Arme von selber und man würde dadurch einen ruhigen, schönen Rhythmus bekommen. Nun, ich kann euch nur Folgendes sagen, dass die Golfprofis in der Phase von hier bis hier das sowohl aktiv machen und sie warten nicht auf den Schläger und sie warten nicht, dass durch die sogenannte kinematische Sequenz der Schläger kommt. Das würde zu kraftlosen und schrägen Drives führen. Das heißt, wichtig ist es, dass du, wenn du hier oben angelangt bist und den Druck schon auf den linken Fuß spürst, du hier aktiv die Hände abwärts bewegst und in weiterer Folge versuchst, den Arm von der Brust wegzuschleudern. Wenn du das nicht tust, dann wirst du hier stecken bleiben und es wird alles zu eng werden und du wirst vor allem eines nicht bekommen, nämlich Schlierkopfgeschwindigkeit, denn die Handgeschwindigkeit hat den höchsten Einfluss auf die Schlierkopfgeschwindigkeit. Bitte vergiss das nicht. Hier ist eine Übung, die dir helfen wird, die Aktion der Hände im Abschwung besser zu spüren. Und zwar möchte ich, dass du dir vorstellst, dass hier ein, ja, so eine Art Boxsack ist und du nimmst den linken Handrücken und du möchtest jetzt hier in den Sack hineinschlagen. Wenn du jetzt zum Beispiel nur versuchst, Unterkörper, Oberkörper zu bewegen, auf die Arme zu warten, wirst du merken, dass das nicht sehr kraftvoll ist. Wenn du jetzt aber hergehst, den Körper startest und jetzt aktiv da hineinschlägst, dann bekommst du die Kraft, die du brauchst. Und du wirst auch sehen, dass dabei sich der linke Arm von der Brust trennt. Das heißt, das ist nichts. Das ist das Gefühl. Und wenn du vielleicht ab und zu da stehst und versuchst einfach mal das Gefühl zu bekommen, dann bin ich überzeugt, dass deine Drives wesentlich länger werden.
Was du bei der ganzen Sache nicht vergessen darfst, ist, dass der Griffdruck hier natürlich nicht locker sein kann. Wenn ich die Arme schnell bewege und versuche, den Ball kräftig zu schlagen und ich würde den Schläger zu leicht halten, wäre meine Muskulatur gar nicht fähig, überhaupt diese Energie zu widerstehen. Das heißt, ich will nicht sagen, dass du jetzt den Schläger würgen sollst, aber bitte halte ihn auch nicht zu leicht. In den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass der Trend durchgeschlagen ist, dass Amateurgolfer den Schläger viel zu leicht halten. Tipp Nummer 3 für mehr Länge beim Driver. Versuche kräftig aufzustehen und ziehe dabei die linke Schulter nach hinten. So, was heißt das? Viele Amateurgolfer, oder die meisten Amateurgolfer, die ich kenne, sind den ganzen Schwung lang beschäftigt, hier irgendwie die Position zu halten und irgendwie sich nicht aufzurichten. Wenn man Profigolfer zusieht, die den Ball weit schlagen, werden sie hier im Abschwung hier den Flex, den sie nach vorne haben, ungefähr erreicht haben, wenn die Hände beim rechten Oberschenkel sind. Und ab dem Moment beginnen sie sich aufzurichten. Das heißt, die Hände bewegen sich in eine Kurve nach hinauf und nach links. Das schaut dann so aus. Ja? Du siehst dabei, dass auch meine linke Schulter nach hinten und zurück geht. Das heißt, sie stehen auf. Warum machen sie das? Es ist so, wenn man am Griffende anzieht und man macht das ganz schnell, bekommt man Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ich mache das noch einmal. Wenn ich nur so mache, passiert gar nichts. Und wenn ich jetzt hier am Griffende anziehe, entsteht Schlägerkopfgeschwindigkeit. Diesen Effekt versuchen die Profis auszunutzen. Das heißt, sie gehen her, ziehen hier runter und wenn sie hier sind, versuchen sie kräftig den Oberkörper zurückzustrecken, die linke Schulter zurückzubewegen und dadurch entsteht Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also bitte versuche in Zukunft nicht mehr unten zu bleiben oder irgendwelche ähnlichen Sachen zu machen. Wenn dieses Video in irgendeiner Art und Weise für dich wertvoll war, würde ich mich sehr freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke daneben zu drücken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.